Hallo und einen wunderschönen guten Abend wünscht euch wieder Chocobo 19 mit einem neuen feinen Part von Banjo-Kazooie heute wieder. Ja, was uns hier erwartet, ist das, was mir schon jetzt am meisten Freude macht an dem Spiel. Und wie gesagt, da muss ich jetzt den Entwicklern schon ein großes Lob anhängen, dass sie das hier eingebaut haben. Ja, Grundilda, die alte Hexe, ihr habt es im Titel gesehen. 1, 2, 3. Grundilda fordern uns heraus. Ja, was damit gemeint ist, schauen wir uns heute an. Und ja, dafür brauchen wir 765 Noten. Also, wohlgemerkt, das, was jetzt eingebaut worden ist, muss man zu einem bestimmten Teil absolvieren. Aber wir werden uns heute ausschließlich in diesem Part um das eine spezielle kümmern. Ja, also, ich werde das ein bisschen hinauszögern und dann auch hoffentlich beenden. Ansonsten muss ich das dann, wenn ich dann doch fehlschlagen sollte, es beim nächsten Mal machen. Und ja, man kann ja leicht fehlschlagen. Und das erkläre ich dann auch gleich, wieso, weshalb, warum. So, gehen wir mal weiter durch die neue Tür. Und da haben wir es ja schon. Hä? Was ist denn das für ein komischer Raum? Fragezeichen? Fragezeichen überall? An den Wänden? Und unsere liebe Schwester hier per Abbildung. Nö, dreht man mal drauf, ne? Schauen wir mal. Oh ja, Leute, jetzt wird's geil. Willkommen, Grundilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar. Und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lavabad der Bär. Das Bild wird sicher legendär. Nun lauft auf das Brett und drückt da, dann wird es nett. Ja, Leute, wir haben hier ein waschechtes Quiz. Und ja, ich habe nicht umsonst gesagt, merkt euch alles in dem Spiel. Angefangen von Figuren, Gegenden, Töne, die Sachen, was die gute Fee von sich gegeben hat. Und das wird auch das Schwerste sein, weil die weiß ich alle leider nicht mehr. Ja, willkommen bei Quantis Fornens Fun. Ha. Schauen wir es mal an. Wir aktivieren mal den Pot hier. So, gut. Wir können auch nicht weiter, wie ihr seht. Hier wird erklärt. Eine kleine Antwort betreffend das Spiel. Hoffentlich verlange ich nicht zu viel. Es ist immer nett, dass sie erklärt, was die Fehler sind. Also, schauen wir mal. In Frizzy Peaks Peak lebt Boggy der Bär. Wie viele Parsenseile hat er? Oh Gottes Willen. Zwei, warte, drei hat er. Eines gefressen und zwei beim Rennen, ne? Ja. Perfekt. Ich rieche schon den Braten. Du hast sicher nur geraten. Okay, was ist das hier? Wer das Spiel nicht hat verpennt, der sich sicher jedes Bild erkennt. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ja, das sieht man schon. Die Pfeife des Schneemanns. Das ist über die falsche Perspektive vom Besen. Fritzi Big Big, liegt mal gut, was die Bebocket. Hier ist meistens daneben das Level gefragt. Ja. Höre die Menge. Sie schreit ganz verzückt. Wenn du verlierst, wird sie verrückt. Ja, man kann auch hier nicht runterspringen. Ja. Da haben wir Energy. Wenn wir eine Frage normalerweise falsch beantworten, ja, verlieren wir Energy. Aber es gibt natürlich auch ein spezielles Feld. Was du weißt von mir, das möchte ich sehen.
sonst kannst du gehen. Das sind die schwersten für mich. Zum Frühstück ich das hier gerne esse. Sonst ist gelesen die Messe. Raupen auf Toast, zerquetschte Frosch, auch gegrillte Grill. Ich glaube, das hatten wir gar nicht. Ich nehme mal gegrillte Grill. Falsch, verdammt. Ich freue mich an deiner Qual. Drücke A und probiere es nochmal. Welcher ist mein Lieblingsduft, du kleiner Schuft? Schwitzende Affen, Stinker, das Schwefel, glaube ich, war es, oder? Yep. Oh, Graus, meine miese Schwester schwätzt alles heraus. Yep, das stimmt. Die Energy nehmen wir gleich wieder mit. Also, auch mit dem bisschen Energie rettest du deine Schwester nie. Schau mal, ich probiere ihm das ganze Brett zu absolvieren. Ja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Die riesige Pflanze im Wald, wie wird sie bewässert? Sage es mir bald. Von einem Wassergerüst, von einer Gießkanne, von einem Kamel. Genau, haben wir ja gemacht. Und die Antwortmöglichkeiten gibt es immer von anderen Figuren. Das finde ich auch süß. Also ich finde das richtig geil gemacht, lieber Entwickler. Liebes Rare-Team. Gut gemacht. So, das war unser neues Film. Viele Töne wirst du hören. Deinen Erfolg werde ich stören. Okay. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Blubber, glaube ich. Von Treasure Trove Cove. Captain Blubber, der Hippo-Pirat, Captain Brown Eye, der Dreckige oder Captain Black Eye, der schwarze Pirat, natürlich Blubber. Da haben wir ein Jokerfeld. Wenn das Köpfchen zu sehr raucht, man immer einen Joker braucht. Welche Kreatur bringt sich an der Treasure Trove Cove in Positur? Ein Riesenhummer, eine Riesengrabbe, ein rostiger Panzer. Ich hab gesagt, eine Riesengrabbe war das, oder? Yep. Zwei Joker sogar. Für jeden Joker, den du nutzt, wird eine Frage weggeputzt. Drücke B, um den Joker zu nutzen. Und dich mit Feigheit zu beschmutzen. Ja, und am gefährlichsten sind diese Vögel hier. Für eine falsche Antwort wirst du dich schämen. Und ein Lavabad nehmen. Ja, deswegen. Heißt der nicht Godzilla auf Mammoth Mountain der Gorilla? Konga heißt er doch, oder? Ja. Juhu! Auch mit diesem extra Leben wird bald der Bär im Himmel schweben. Ja, so gefährlich sind diese Tottenkopf-Dinger allemal. Aber ich probiere es natürlich jetzt ohne. Aber es könnten natürlich auch Grundhilder-Fragen dabei vorkommen und die brechen mir wahrscheinlich dann das Genick. Aber egal, wir probieren es eben einmal so und dann schauen wir, wie weit ich komme. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Bei Klenker. Wahrscheinlich. Das ist der Schlüssel, glaube ich, unten. Klenkers Caravan. Kann ich da drin auch noch den Joker benutzen? Weiß nicht. So. Du bist nicht meine Mutter, doch was ist im Sumpf der Krokodile liebstes Futter? Jamblis und Crumblis. Die roten und gelben Dinger, die wir da im Wettrennen weggefressen haben, ne? Deine Hoffnung will ich dämpfen. Denn hier musst du kämpfen. Ah, okay. Das wusste ich nicht mehr. Auch recht, okay. Haue die Bienchen über den Haufen, bevor die Zeit ist abgelaufen. Perfekt, haben wir das gemeistert. Achso, Battle-Dinger gibt's auch. Nice. Wie bei Donkey Kong. Es war eine echte Hatz. Bei welchem Wettbewerb gewann ich den ersten Platz? Puh. Ich glaube, Stinkesocken war das, oder?
Nein, verdammt. Die Menge hofft... Ja, Entschuldige. Ich mache dich zur Schnecke. Was hängt im Schlafzimmer an der Decke? Stimmt. Oder waren das die Socken jetzt? Nein, verdammt. Okay, Grundilas Fragen brechen mir das Genick. Leider Gottes. Es war eine echte Hatz. Bei welchem Wettbewerb gewann... Aha. Okay, warte, die Frage hatten wir schon. Warzenfratzen-Wettbewerb? Alter, ernsthaft? Das fängt ja schon gut an, meine. Ja, man hätte sich die auch notieren können, aber mache ich nicht. Meine Unterwäsche ist nicht neu. Ich mich an welchen Designer freue. Rosa kann gepunktet. Ich glaube, gepunktet war es. Okay. Wenn du mich siehst im Zeitungsstand, welches Blatt habe ich in der Hand? Kessel, die bunte. Die bunte Hexenwelt? Ja. Dann wenigstens einmal. Puh. Nun lasse erklingen aus deinem Mund. Auf welchen Namen hörte mein Hund? Das hatten wir gar nicht, glaube ich. Ich glaube, wir haben eine Fee ausgelassen. Shit. Und tschüss. Ja, und da seht ihr jetzt, was passiert. Okay. Ich sehe, der Kleine ist zurück. Verlassen wir denn gleich das Glück? Okay. Die riesige Pflanze im Wald. Wie wird sie bewässert? Sage es mir bald. Ja, okay. Von einem Kamel, das wissen wir schon. Es sind aber nicht immer dieselben Fangen an derselben Stelle. Passt mal auf. Also da bei dem Augdesatz ist das immer dasselbe. So, das ist im Sumpf da der Totenkopf. Bubble Club Swamp. Selbst wenn sich die Atome spalten, was ist in Rusty Bay nicht aufzuhalten? Die kreisen, die drehenden Zahnräder, die fliegenden Tornados. Die drehenden Zahnräder. Die Propeller sind zum Aufhalten, wenn man sie auch aufhalten lässt. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Wow, 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 wow. Ist das nicht die Schildkröte im Bubble Swamp kommt, wo dem was musiziert? Tipptopp, die Schildkröte, ja, die war's. So, ich hätte gerne einen Joker wieder. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das ist die erste Welt. Da ist sogar der Chinzo. Chinzo! Hallo! Süß. Mumbles Mountain. Geh mal Risiko ein. Nun lass sie erklingen aus deinem Mund. Auf welchen. Na, oh, super. 50-50 Chance. Ich sag Waldi. Okay. Ich war noch nie gut in 50-50. Schnelle Runde. Ich sehe, der Kleine ist zurück. Ja, okay. Und deswegen, da verliere ich da manchmal. Okay, jetzt war es halt nicht absichtlich, aber da verliere ich oft absichtlich, weil ich das so geil fand. Worauf musstest du hüpfen, um im Barbecue Swamp in die Schildkröte zu schlüpfen? Auf ihre vier Füße? Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ja, Mambus Mountain, diesmal von der seitlichen, ja, Steinaufnahme. So, ich will meinen Joker wieder. An der Treasure Trove Cove liegt ein Boot. Wie ist der Name ohne Not? Das ist der Salty Whippo Hippo, weil er immer weint. Na, bist du ein bisschen salty. Warte schnell, sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Wer ist der schnell? Okay. Conker, das Eichhörnchen. Das andere Spiel. Knarrt in den. Ich schätze gerade Neppnet. Ja. Und sogar, das ist ja sogar abgebildet. Welches merkwürdige Ding im Bubble Club Swamp deine Blicke fing? Was?
Ja, und ihr seht, man kann den Joker nur einmal verwenden. Ja, damit habe ich die Chance verbraten. Ne? Da vorne wir noch einen Joker. Ich versuche meinen Weg nach vorn zu bannen, das dauert eh lang genug. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Wird schon klappen. Ja, Bottles! Junger Freund, du hast mir lange nichts mehr beigebracht. Buggerspills. Zu welcher Jahreszeit beherrscht den Klick-Klack-Wut die Trockenheit? Sollte der Sommer sein. Logischerweise. So. Eine Battle Area wieder. Oh Gottes Willen. Die Kröten singen das Lied vom Teich. Mache es ihnen gleich. Auch nicht besser. Okay, ich habe mir das glaube ich nicht so gemerkt jetzt. Das wird nichts. Ich habe das alles viel leichter in Erinnerung. Ich glaube, jetzt war er dran. Kommt jetzt er wieder? Ja, und dann in die Mitte vielleicht? Ah, doch. Okay. Ging ja doch. Vielen Dank. Ciao, ciao. Andere schlafen im Bett. Wo finde ich es nachts denn nicht? Mülltonne? Ja, das haben wir erinnern können. Ihr habt keinen Joker, ne? Nein. Du bist nicht meine Mutter, doch was ist im Sumpf der Krokodile liebstes Futter? Okay. Jamblis und Quamblis. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Sind wir wieder bei Tiptop. Der Affe aus Mambos Mountain ist fürchterlich. Womit bewirft er dich? Orangen! Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das ist. Wie gesagt, diese sind kein Problem. Nur Grundhildes Frau. Okay, wo ist das? Ah, das ist der Brunnen. Ich habe den jetzt nicht erkannt gleich. Der Brunnen, wo man unten war, ne? So. Mein liebstes Haustier war sehr nett. Es schlief sogar in meinem Bett. Kopfloses Huhn? Nein, verdammt. Ein Hobby habe ich doch, vielleicht weißt du es noch. Ich glaube, Pickel ausdrücken, oder? Verdammt! Ich hasse Grundhildes Fragen. Ein Jüngling mir gut gefiel, er hatte Charme und Stil. Keine Ahnung. Okay, die Fragen laufen eindeutig nicht gut. Wer meinen liebsten Tuank nicht kennt, der hat das halbe Spiel verpennt. Krötenschleim? Okay, ich sollte mir Notizen machen. Sei nicht ängstlich und komm her. Verrate mir mein Lieblingsdessert. Ich glaube, Augapfel-Eiscreme. Nein. Gut. Es ist wie verhext, was in meinem Blumentopf so wächst. Lebschaumbaum. Das wird nichts, Leute. Die macht mich fertig, die Olle. Macht mich sowas von fertig. Ich hasse Grundi-Fragen. Da haben wir gleich zwei davon davor. Zum Frühstück habe ich das gerne essen, sonst ist gelesen, die Messe. Ich glaube, Grün war falsch, oder? Ich probiere es noch einmal. Ah, verdammt! Knuddeln tue ich fast nie, doch wenn, dann wohl mit welchem Vieh? Ruderpuppe? Nee. Ich habe mal leider nichts gemerkt. Meine Klamotten, es ist nicht schwer. Wo habe ich sie wohl her? Hexendiscounter? Mann. Bin gleich wieder tot. Du bist zwar nicht sehr helle, doch wie war in der Schule mein Name auf die Schnelle?
Adlernase. Ja. Das kann mich erinnern wieder. So, ein Joker wäre nicht schlecht. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Lärm? Konga, ne? Dann mal Konga in den Haufen. Perfekt. Zwei Joker kriegen wir. Sag es mir sofort, diese Melodie klingt an welchem Ort? Mambus. Mambus Penthouse, ne? Schädelhöhle natürlich. Sage mir ganz ohne Huhn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Was die Bucket Bay? Herausforderungsaufgabe wieder? Oh. Die Kiste macht bestimmt nicht schlapp. Besiege sie, die Zeit ist knapp. Knapp ist was anderes, aber ja. Okay, das hat mehr Energy gekostet jetzt. Also irgendwie der Vorführeffekt ist für mich nicht vorteilhaft. So. So, erledigt. Zu viel Energie verloren wieder. Okay, da bin ich nicht lang. Also da habe ich zwei Schädel da oben. Wer in Freaky Peaks den Gipfel klimmt, der weiß auch, welche Aussage er stimmt. Fünf Schnellen den fünf Bären. Schneemann, oder? Was? Nein? Sei nicht so dumpf, wir heißen die Frösche im Bubblegum Swamp den düsteren Sumpf. Ich glaube Flippitz. Alter Falter. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Das ist der Keller von dem Monster Level. So, Grundfrage. Weg. Der Joker ersetzt ein Feld. Doch so wirst du nicht zum Held. Naja. Was quillt auch raus aus Gobis Pyramide in Gobis Welle heraus? Wasser. So, ich gehe das Risiko ein und probieren wir's. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Die Schneelandschaft, ne? Ja, da oben ist der, oben rechts ist der Schnee, ne? Ich hoffe es, aber es wird schon stimmen. Jawohl, nice. Brauch meine Joker. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Gut. Eigentlich kann man dich an mehrere Orte platzieren, ne? Dimbo. Dimbo. Ah, herrlich. Brauch meine Joker. Wenn du mich siehst, am Zeitungsstand, welches Blatt habe ich in der Hand? Verdammt. Ich sag dir Hexenrundschau. Nein! Nein! Warte schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Das ist... Dieser Mond... Was, Nappa, der müde Gastlieber? Was? Dann ist es Nappa. Ich hätte ja gedacht, die Hand wäre das gewesen. So. Minispiel. Ah, okay. Passen müssen immer zwei, doch die Zeit ist bald vorbei.
Feder. Auch ich liebe Memory. Okay. Nehmen wir gleich nebeneinander. Ei haben wir schon gehabt. War der Vogel nicht? Nein. Aber die Note war hier, glaube ich. Oh, verdammt. Da haben wir wieder Benjo den Bären. Okay. Aber hier der Benjo. Okay, jetzt wird schon langsam knapp mit dem Zeitlimit. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das wirklich nicht. Sag mal, ich bin jetzt so schlecht gerade. Ja, sorry. Zu viele Fehler reingehauen. Ah, schönes Spiel. Ich mag es aber trotzdem, das Quiz. Das ist herrlich. Es ist herrlich. So. Ach, ich darf das noch einmal machen. Patate. Nice. Ich höre Benjo, der Bär war da unten. Ja, mal schon wieder. Warum bin ich heute so unkonzentriert? Ich weiß es nicht. Na. Vergesst es, Leute. Ich bin heute nicht bei der Sache. Normal ist das ein Spiel, was mir so taugt, ja. Okay. Okay, das war's. Das geht sich in der Zeit nie aus. Ich bin leider wirklich gerade nicht bei der Sache. Sorry. Die macht den ganzen Weg eh umsonst. Noch eine Antwort falsch geraten, dann wirst endlich du gebraten. Und ich sehe schon, dass wir das Ganze noch einmal machen dürfen. Der Grundilla mit einer Antwort ist schon ein bisschen heavy, ne? Okay, hier genauso. Okay. Verdammt, können wir vergessen. Eine Frage kommt mir in den Sinn. Was ist denn, was die Bucket Bär im Kran in der Kiste drin? TNT, weil da sprengen wir den Boden. So, jetzt muss ich das hier schaffen. es ist mal nicht vergund irgendwie. Was, der war hier. Benjo, eine Note. Okay. Was haben wir hier drin? Mambo Feder. Nein, da war die Feder. Ah, nein, doch nicht. Okay. Gut, ich sag schon nichts mehr. Ich muss nur aufpassen, dass der Gegner mich nicht trifft. Note. What? Nein, die war dann hier. Ich glaub's ja gar nicht, ich hab's geschafft. Okay. Na, Druck braucht man, Druck. Na, warte, ich brauch die Lebensenergie auf alle Fälle. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag ich mir, wo das hier ist. Ein Schrank? Ah, oh ja. Ein Klick-Klack, gut.
In der Pyramide das Memory-Spiel. Welches Gesicht ist nicht dein Ziel? Grundhilde. Wir haben es gerade gespielt, das Minispiel. Da mein Joker da unten wieder, okay. Warte, schnell, sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen lang? Buggy der Bär. Oder? Buggy der Bär? Bist du Buggy der Bär? Nein. Ah, da ist dabei das Krokodil aus dem Sumpf. So, Risiko. Machen wir. Obwohl. Wir gehen wieder zurück. Wir haben 2 live. Eins mehr als vorher. Probieren wir nochmal die Action hier. Ach, geh komm, ernsthaft? Man muss große Zauber helfen, dir schwer Spiel zu gewinnen. Deine Chancen sind gering. Fressen mehr als dieses Ding. Oh. Mit den Turnschuhe, wenn man die jetzt schon freigeschaltet hat, hat man natürlich einen klaren Vorteil. Aber wenn nichts aufpoppt, dann wird es auch ein bisschen für mich schwer mit den Turnschuhe. Nein, falsch gegessen. Nein, 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 nein. So, gewonnen. Puh. Alter, was da für Minispielchen kommen die ganze Zeit. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das ist. Hatten wir doch schon. Hatten wir doch schon. Da. Mamas Mountain. So, Energy. Ich habe keine Joker mehr, gell? Ich muss das Risiko eingehen da oben. An der Treasure Dwarf Cove an der Nord ist kein Chinzo dort. Palme schatzt so unter dem Pier am Strand. Nein! Das wusste ich nämlich nicht mehr. Im Blubber Cove Swamp ist Wasser. Wer sind dort die größten Bärenhasser? Piranhas. Aber wir haben ein Grundilla-Feld noch vor uns. Das ist böse. Vor Angst ist sie ganz klein. Wie nennt sich dein kleines Schwesterlein? Ernsthaft? Also wenn wir das nicht wissen, Leute, dann haben wir das Spiel wirklich verpennt. So, die Frage wird schwer. Einen Glücksbringer ich trage. Was ist es denn, das ist die Frage? Joker, Schweinefuß, Stil. Ich glaube Schweinefuß. Nein! Ich habe keine Energy mehr. Es wird schon wieder knapp. Nein! Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Okay, das war jetzt nicht leicht für mich. So, ist die Frage, was machen wir als nächstes? Ich habe überall... Ja, ich kann nur dadurch. Verrate mir, was für ein Tier macht Mama und klingt doch gut als Tier. Okay, das wissen wir Gott sei Dank. Eine Schnecke. Süß. So, die letzte Chance. Weil sonst haben wir überall Grundifelder. Die Grundifelder muss ich mit Joker wegarbeiten. Das geht nicht. Das geht nächstes Mal nicht anders. Falls ich jetzt wieder versage. Ich schaffe die Grundis nicht. Auf welcher Schule bin ich gewesen? Sag es mir, sonst spricht mein Besen. Ich sag Bushaltestelle. Ja! Oh, göttliches Wesen. Woraus kann man in Gobis Valley reiten und sanft über den heißen Wüstensand gleiten? Ein magischer Teppich. Arabische Nächte. Bist der Bad nur Totenschädel. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das schaut mir wieder nach Clank aus. Clanker.
Lenkers Caravan. Was? Nicht? Wenn du okay, kannst du mal. Was? Was nicht die Kette? Okay, das ist aber jetzt auf Rusty Bay Bucket. Gut, dann war es das andere auch. Rusty Bay Bucket. Rusty Bucket Bay. So. Ja. Ich hätte gern mein Leben zurück. So, wir können einmal Grunty probieren. Dass wir vielleicht den Joker bekommen da unten. Ich habe nicht einmal irgendeine Energy. Okay. Nein. Nein. Okay. Ja, da oben ist eine Energy, aber diesmal zu gefährlich. Probieren wir das einmal. Ich habe den besten Hexenbesen. Wie schnell bin ich damit gewesen? Oh Gott, das ist schnell wieder Schall. Schall? Ja, Gottes Wesen. Kannst du sehen, wie viele Pyramiden in Gruppe? Nein. Ich hoffe drei. Ich weiß es. Nein, warte. Eine, zwei. Ich probiere vier. Oh, vier, Gott sei Dank. In Fritzy Peaks spielt das Slalomrennen. Der Weg durch wie... Nein! Durch wie viele Tore? Hex 38, oder? Lacker! Ich mache keine Witze. Was ist auf dem dritten Schornstein des Schiffes auf der Spitze? Es gibt keinen dritten. Da hat er nur zwei, oder? Mach mal bei beiden oben. Ah, so eine fiese Fangfrage. Okay, wir können... Nein. Theoretisch könnten wir das Quiz schaffen. So, machen wir da weiter kurz. Was schwimmt denn da so dumm im See von Mamas Mountain herum? Fischschwamm, oder? Weil der Schwamm ist sonst nichts. Okay. Ja, Leute, der Nachteil ist ja folgender, wenn wir das Quiz... Ich glaube, man kann das Quiz nicht noch einmal machen. Deswegen habe ich ja damals immer wieder absichtlich verloren, weil ich den Speicherstand mit dem Quiz unbedingt haben wollte. Also wie gesagt, ich finde es eine richtig geniale Idee noch einmal von den Entwicklern, dass die das hier eingebaut haben, ja. Und damit kann man auch stundenlang seinen Spaß haben. Wir können folgendes nur. Achso, na, da unten ist ja nur ein extra Leben. Okay. Ja, ich brauche nur einen Joker, aber. Und eine Frage darf ich falsch beantworten. Ja, ich könnte ja theoretisch mal da rechts noch probieren. Wie gesagt, ich find's so geil. Da? Stelle dich nicht so an. Was ist unten in Klenkers Caravan an Klenkers Kette dran? Ein Amboss war das. Uden? Ruben? Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das ist. Ja, bin schon dabei. Was die Bucket Bay? Rechts haben wir übrigens den Kran, wo wir raufgeklettert sind. Wie gesagt, meine Worte waren nicht umsonst. Merkt euch alles im Spiel. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das ist. Also wir machen so lang weiter wie möglich, natürlich. Das ist auf Treasure Trove Cove oben, oder? Kann das sein? Ich probier's. Nein? Okay. Wir machen doch nicht weiter. Ich habe keine Energy mehr. Das hat's erledigt. Quiz unendlich schön und gut. Aber wir fertig werden. So. Na dann. Mir langsam hier das Unheil schwant. Das hatte ich nicht eingeplant.
Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind die Helden. Ich hätte gern Preis Nummer 3. Kasui, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Mich. Wie wäre es mit diesem komischen Ding? Wir könnten auch Tuti mitnehmen. Den meine ich doch. Kasui. Benjo. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Klar, lasst uns hier verschwinden. Leute, wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Chief of Ideas, Crack Quantimals. Ja, Grundilla. Jetzt kommen noch die Vorstellungen hier. More Ideas, George Blubber Andreas. Tutti. Bottles, Chief Keyboard Tapper, Chris Snacker, Sutherland. Oh, von Kiefer Sutherland? Nein. Hallo. Deputy Keyboard Tapper Morten Busbomb Borderson. Ach, das Auto ist schön. Mambo Jumbo. Deputy Keyboard Tapper Paul. Big Clocker. Macho Check. Juju. Deputy Keyboard Tapper Graham Snippet Smith. Ja, sehen wir noch. Ich glaube eher alle Charakter, glaube ich. Konga. Keyboard Tapper, Kirill Konga Konel. Ah. Jetzt sind die Namensvetter quasi so zusammen. Keyboard Tapper, Weiss, Lockup, Lewis. Da war kein Chimpy drin. Ja, Brentilda. Other Keyboard Tapping Mark, Mods and Wilson. Chief Slimmer Steve Stinkbot Mace. Dum, 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 dum. Cartoony Bits and More Scribbling at Ginger Brine. Oh, vor den hatte ich als Kind Angst. Sequenia Stephen Sandybot. Tanktop. More Scratching, John Nepper, Snash. Also man merkt, manche haben die Namen von den Charakter. Süß, gell? Other Doodling, Chris Jumper Pile. Big Noisemaker, Grant Clanker, Kirkhope. Was ist mit den Kleinen? Ah. Chief Freeplayer, How What's Award. What's Award aus Walrus? Das kommt wahrscheinlich jetzt? Ja. Rare Freeplayer, Stephen Sharpnell Brand, Gareth Croggy Clover, Craven Crumbling Hood, Steve Mr. Wild Melpass, Adam Moggy Mountain, Sean Soggy Reed, Jamie Chinksy Williams, Andre Whiplash Wilson, Whiplash ist auch ein Spiel, David Koppelbobble, Koppelbobble, na Whiplash, das waren am Anfang die Gemüsesorten da. Noah Freeplayers, Todd Big Butt, Duckel Croctus, Croctus sind die, wo du die Eier schießt im Sumpf, Kai Chinker Carson, Brent Boombox, Clearman, Sean Ivory, Egan, Bill Quantling, Geese, Tom Trunker, Herzog, Michael Klongo, Kelbau Sarah Snarebeer Osborne, Patrick Deehy Taylor. Also immer in diese Anführungsstrichel, das sind Charakter von dem Spiel. Paper Pasha Simon Logo Farmer, Island Tutti Hochberg. Ruben Hutz, Spellbook Heidlickly Love Day. Lalalalalala Love Day. Ruben, Ruben, Ruben. Mozart, ja, Mozart. Mozart, Swabbing Cloud, Jimmy Mose, Markus Flotsam,
Finster Chow Choo-Choo, Kraft Dennis Gavin Duckerman, Julian Bottles, Buttercup. Nepper. Strange Noisemakers, Evelyn Twinklies. Twinklies waren die Lampen für Christbaum in der Fuzzy Big Welt. Die Toilette Logo. Noah Big Fangs Ken Flippet. Flippet waren die Frösche im Sumpf. Ja, Delfin Snorkel, ja. Big Cheese Fangs, Mr. Yamauchi, Mr. Mambo Jumbo, Arakawa Howard, Limbo Lincoln, Mr. Mammam, Fukuda, Gay Knotty. Oh, armer. Das ist Knotty. Bean Counting Joel Quapper Hochberg. Bababababa. Das Eichhörnchen noch, bitte? Oh, ja, den gibt's ja auch noch. Iway. Moving, Shaking, Team Tanktop. Tanktop war wieder die Schildkröte da. Nepnut. Copyright 1998, Nintendo Rare, LTD, Game by Rare, TM, Protest by Rare, presented by Nintendo. Ach ja, Entwickler-Team Rare, echt genial. Benjo und Kazooie. Beeilung, ich will nach Hause, Benjo. Es geht nicht schneller. Halt, wir haben eine Karotte ausgelassen. Das wäre erledigt. Hey, ihr beiden, lasst uns feiern. Genau, jetzt steigt die Party. Richtig, Leute, wir dürfen feiern abschicken. Wir haben es geschafft, wir haben unsere Schwester gerettet. Bär und komisch Vogel Mambo viel geholfen, Hexe zu besiegen. Ja, aber ohne meine coolen Move hätten sie es nie geschafft. Stimmt. Vorsicht, Freunde. Benji und ich sind die wahren Helden des Spiels. Was steckt hier denn für eine Party? Die Hexe ist entkommen. Macht dem Grauen ein Ende. Ja, das haben die nicht gecheckt, Leute. Ich habe keine Lust. Und ob du Lust hast? Auf in den Kampf! Ja. Das war, ja, ein zu frühes Outro. Die Hexe lebt ja noch. Dementsprechend müssen wir sie auch besiegen. Aber wie wir das anstellen werden, Leute, sehen wir dann im nächsten Part. Ja, hätte ich mal gesagt. Kann ich das Spielchen jetzt eigentlich noch machen? Ich möchte mal nur schauen. Ich kann aber alles. Ich kann alles abstauben, ne? Ja. Bleibt zu wenig gespeichert wahrscheinlich. Ah, wie gesagt, das Brett ist so eine geniale Idee. Richtig geil. Ich kann mich immer noch nicht erfangen, dass die das eingebaut haben. So was richtig Geiles hat es schon lange nicht mehr gegeben, ja. Und für die damalige Zeit überhaupt, ne? Muss man schon sagen, ne? Richtig geil. Gut, ja. Damit würde ich sagen, beende ich den Stream sowieso schon. Hat doch länger gedauert als erwartet. Aufgrund meiner zwei Fails, die nicht geplant waren. Wir rennen dann nächstes Mal der Hexe hinterher, hier, ja. Und schauen dann, wie es weitergehen wird. Wir werden... Ja, was werden wir denn? Wir werden... Ja. Fertig gehen, so, weil ich bin auch schon müde. Und wir werden einmal Siedern beenden, weil den Abspann von Tutti, wo sie ihrer Schönheit genommen wird und diese dann die Hexe bekommt, da kann ja eigentlich gar nicht mehr stattfinden, weil wir haben die Schwester gerettet. Wir werden mal schauen, was passiert, wenn wir auf Sichern und Enden drücken. Normales Game Over. Das hat sich nicht auch geändert. Gut, Leute. Und in dem Sinn sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Bleibt retro. Ciao, ciao.